Hier oben liegen Gewehre auf dem Dach. Was haben wir denn hier? Einmal eine Peter, eine Winchester. Für die habe ich sogar Munition gefunden. Ein Sporter. Auch schön. Ich glaube, den nehme ich mal in der Hand. Gleich mal Muni reinpacken. Wo habe ich die denn hingemacht? Wo ist meine Winchester-Munition? Hier. Nein, was denn jetzt? Hä? Ist der Repeater jetzt nicht die Winchester? Ich weiß nicht. Ah, verdammt. Was kommt denn da für Munition in den Repeater rein? Ich habe hier noch 308er Munition, die kann ich dir mal mitbringen. Ich habe eigentlich gerade. 308er habe ich dabei. Ach so, okay. Ich versuche den Repeater gerade vom Dach zu werfen, damit ich ihn mitnehmen kann. Ich kann ja nicht tragen, weil ich ja schon eine Waffe in der Hand habe. Aha, da habe ich sie vor das Gebäude geworfen. Nix nimmt sie bestimmt gleich auf und erschießt mich damit. So, hast du schon die ganzen Räume unten durchsucht? Nein. Ich gehe jetzt aber wieder direkt nach unten. Nur Repeater retten. Dann rette du die Repeater. Ich gucke hier drin nach Trink- und Essbarem. Nein, natürlich nicht. Warum sollte hier auch irgend sowas rumliegen? Was ist das? Hier ist ein Kampfmesser. Aha. So, Repeater, Inspect. 157A. Magnum-Munition kommt da rein. Verdammt. Davon habe ich nicht mehr nur noch 2 Schuss. Naja, was soll's, rein damit. So, dann auf zum Krankenhaus. Jawohl. Oh, in die Polizeistation. Oh, cool, noch besser. Ich rechne auch gerade wie in GTA, dass jetzt irgendjemand vorbeikommt und mich überfährt. Oh, was zu essen. Ah, da muss ich irgendwas. Nee, ich habe Platz. Wunderbar. Gaslampen brauche ich keine. What? Fuck, hier steht ein Zombie. Ein basiger Ballschläger. Fucking Zombie. Der legt sich nicht mehr mit mir an. Ha. Aber sein Bruder kommt gleich. Ja, wahrscheinlich. Ich mache lieber die Türen zu. Den Repeater kann ich jetzt auch wieder wegschmeißen. Ich habe nicht keine Magnum-Muni mehr. Zack. So. So, ich mache jetzt was Gefährliches. Ich stehe jetzt auf dem Dach und trinke. Eigentlich wollte ich eine Pepsi trinken. Eine Spit. Was hast du dann stattdessen getrunken? Er macht gerade gar nichts. Jetzt. Oh, wir haben Glück. Es ist nur noch ein Spieler mit uns online. Ehrlich? Ja. Dann sind die Chancen ja gering, dass wir erschossen werden. Jetzt hast du jetzt gesagt und es wird passieren. Du bist echt... du Unglücksherbeiräder. Halt. Nee. Ich gehe schon wieder raus. Ja, ich komme auch. Geh mal ins Krankenhaus. Ach, hier ist noch eine Bude. Da ist noch eine Bude. Sind 2 Buden. Okay. Ach, scheiße, das Krankenhaus. Ich gehe zur Feuerstation. Da ist ein Buch. Hm. Ich brauche eh nichts aus dem Krankenhaus. Ich habe Morphin dabei. Passt schon. Oh, die Kirche. So, was ist denn das da? Ah, Turnschuhe. Hey, und nimm sie Klebeband. Mit. Kann man mittlerweile das mit einem Klebeband machen? Das kann man doch irgendwie als Ersatz für irgendetwas benutzen, ne? Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich nehme mal 2 Rollen mit. Ach, kann man sich damit nicht Wunden verbinden? War das nicht das? Du, das kann ich dir gar nicht sagen. Müssen wir mal schauen, wenn wieder einer blutet. So, jetzt ich werde gleich bluten, da steht nämlich ein Zombie. Jetzt ist der Kater neben mir und schaut mich an. Carlo? Er will irgendwas. Nein, nein, mein eigener Kater. Mr. Jackson. Ah, okay, ich blute. Ne, ich kann es nur inspekten, leider. Schade. Also, verbinden. Weg mit dem Klebeband. So, ich habe hier noch eine Flare. Ich habe vorhin eine Flare-Gun gefunden. Die habe ich natürlich liegen lassen. Da ist eh Tag. So. Ja, dann kann man bestimmt Leute im Brand stecken.
Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also das Feuer, die Feuerwehr ist so ein bisschen mau, finde ich. Gerade. War es schon oben? Ja. Nichts da oben drin? Ist die Flare-Patrone und ein portabler Gaskocher. Hm. Okay, ich muss ein bisschen Platz machen. Ich esse jetzt mal den kompletten Reis. Ich gehe zur Kirche und trinke mal was. Ich trinke das Weihwasser. Oh. Ein ganz gefährlicher Bursche. So, ich habe jetzt alles dabei, um ein Feld zu bauen. Ich habe eine Schaufel, eine Hake und Wasserflasche. Ich muss was trinken, sehe ich gerade. Trink. Ich traue mich nicht mehr zu trinken, ich bin nämlich stuffed. Ich rede von meinem Charakter. Achso. Ja. Hier war da irgendwo noch ein zweiter Supermarkt. Oder war das in... Nein. Das war in Chino, ne? Ich renne mal die Straße entlang. Wenn du mich suchst. Ich bin in diesem großen Industriegebäude da drüben. Ja, okay. Oh, hier ist noch so ein Schuppen. Ich dachte, die gibt's nur an diesen neuen Gebieten. So, dann steht denn hier so einer. Ah, natürlich komplett leer. Nee. Sprühdose. Zwei grüne Sprühdosen, jawoll. Wow. Helm ansprühen. Soll ich dir eine mitnehmen? Nee, danke. Okay. Ach, das dauert mir jetzt zu lange. Ich will nicht Ewigkeiten drücken und drücken, damit der was trinkt. Weitergehen. Ah, wie gut, dass man hier ohne Probleme die Schienen überqueren kann. Kommt ja eh kein Zug. Ah, das Gebäude ist ja begehbar. Zombie, Mann, stirb! Ey, wie oft man die hauen muss mit der Axt, das ist nicht mehr schön. Feueraxt war ein One-Hit-Kill früher. Oh, Tomatensamen. Du, ich wäre jetzt eigentlich bereit, ein Feld anzulegen, wenn wir einen Brunnen finden. Nee, ich Dünger nicht. Brauchen wir noch. Dünger. Oh, ich habe schon wieder so einen Ninja-Zombie hinter mir, die hört man gar nicht. Öfter mal hinter dich gucken. Aber sie hören dich auch nicht. Ich stelle gerade fest, ich renne gerade an Zombie ran und er kriegt es nicht mit. Oh, wie die sich um mich herum seppen hier. So. Wie sowas von Son Goku. Und bandagieren. So, meine Hosen sind vernichtet. Ich frage mich auch, wie lange... Wow, okay, Ninja-Zombie. Also wenn du Hosen findest... Ich blute schon wieder. Ja, habe ich auch eben gerade. Ein echt bisschen... Naja. Ich glaube, ich muss mein Wasser jetzt austrinken, auch wenn ich kotze dabei. Aber ich muss langsam mal wieder heilen. Bitte nicht kotzen. Ah, okay, stuffed. Nein, rot stuffed. Ah, gar nicht gut. Du willst nicht kotzen. Und Dietrich. Brauche ich aber nicht. Da ist ein Zombie. Ich gehe in die andere Richtung. So, ich hätte jetzt gerne mal einen Brunnen. Ich brauche wieder neues Wasser, weil ich bestimmt gleich kotze. Brunnen, wo bist du? Hm. Du brauchst neue Hosen? Ach nee, Regenjacke. Naja, so weiter.
Vorschlaghammer liegt hier. Und Naked. Das nehme ich auch mit. Ne, kann ich nicht. Ich bin voll. Schade, dass eine leere Wasserflasche nicht nur ein Slot einnimmt, weil man die vielleicht zusammendrücken kann. Das ist eine PET-Flasche. Ja, stimmt eigentlich. Ah, okay, ich bin nur noch gelbstuffed. Ich hab's überlebt. Hab ich Heile nicht mehr. Hm, vielleicht noch mal ein Happen Essen. Ich geh mein Großmütterchen ins altes Kapuzchen. Nee, ist gar nichts von ihr. Ach, in dem Haus ist nie etwas. Und früher lagen da immer Waffen. Ein neues Nähset. So, hast du denn schon jetzt mittlerweile Pillars of Eternity angespielt? Also weiter außer dem Tutorial. Nee, nur das Tutorial. Mein Urlaub hat gestern erst angefangen. Beziehungsweise heute ist mein erster Tag. Oh Gott, meiner ist schon vorbei. Da fährst du jetzt schon deine Woche Entspannung. Okay, ja. Hier liegen Cargo Pants. Ich kann sie aber nicht mitnehmen. Ich bin an der Küste in so einem Gebäude mit diesem Glasvorbau. In der Nähe von so einer Dönerbude. Ganz viele Sitzbänken davor. Ah, ich laufe mal hin. Ich laufe mal da lang. Und vorne im Vorraum bei den ganzen roten Stühlen liegt Cargo Pants, eine graue. Ist das Office-Gebäude, glaube ich. Mhm. Ja, mit den Treppenstufen an der Seite. Okay, gut. Die umruckelt's wie Sau. Gott, in welche Richtung muss ich denn laufen? Wo ist denn das Gebäude, verdammte Axt? Geh einfach zum Hafen und lauf am Hafen entlang, bis du so einen großen Frachtkran siehst und dann rechts abbiegen. Terminatorjacke liegt hier oben auch. Ah, ich glaube, ich weiß, wo das Gebäude ist. Oh, was ist das? Shotgun-Muni. Hm, wir langsam mal irgendwas wegschmeißen hier. Oh, nimm die Shotgun-Muni bloß mit. Ja, ich bin gerade überlegen, was ich dafür wegschmeiße. Was ist denn das hier? Ah, 357er Munition, das ist gut. Hätte ich den Repeater noch behalten können. Weißt du noch, wo ich den hingeschmissen habe? Nein, aber ich nehme sie gerne ab für meine Magnum. Ich habe auch eine Magnum. Okay. Die ich jetzt nochmal wieder öfter benutzen werde, jetzt wo ich so viel Muni habe, kann ich mich die Axt mal wegstecken und die andere Axt rausholen. So, das müsste das Office-Gebäude sein. Ja. Ich sehe dich nicht hier. Ich bin hier. Da, doch, ich sehe dich. Da läufst gerade raus und ich glaube, ja, genau, da direkt im Vorraum ist es. Hast du irgendwo einen Brunnen gefunden? Bei der Kirche war einer vorhin, da habe ich ja gesagt, dass ich da hinten trinken gehe. Ah, ist auch so weit weg jetzt. War's schon oben? Was zur Hölle? Fucking was? Zombie! Da kommt der zu mir hingesäppt. Schlägt mir die Jacke kaputt, die ist ruiniert jetzt, so wie es aussieht. Ja, die ist ruiniert. Toll, danke. Scheiß Zombies. Wow, hast du geschossen? Ja. Okay. Das klingt immer so nah, dieses Knallen und Klacken, wenn du schießt. Mir ging der Zombie hier gerade so ein bisschen auf den Keks. So, ich renne mal nach Tscherno. Ach, ich gehe hier ins grüne Haus. Vielleicht sollten wir zusammen nach Tscherno laufen. Dann kommen wir her zum grünen Haus. Hoffentlich gibt es hier irgendwas. Wo hat denn ein grün? Ach, da ist das grüne Haus. Hier liegt eine Blecke. Blecke, Gott. Eine schwarze Woolcoat. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo. Wir würden uns bedanken.
Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gute. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.